Vor fast einem Jahr habe ich eine richtig dicke, fette Bestellung bei Kolibri gemacht und da war dieses Produkt dabei, das 2% BHA. Jetzt komme ich erst dazu, das Produkt vorzustellen. Ich hatte es die ganze Zeit noch zu, gebe ich offen und ehrlich zu. Und was ich davon hatte, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich stelle euch heute mal wieder ein Kolibri-Produkt vor. Und das ist das 2% BHA. Ich liebe Säuren und ich finde, Säuren gehören bei mir auch wirklich in meine Routine rein. Ich bin jetzt nicht jemand, der Akne hat. Na, also da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe verstopfte Poren, ja, ich habe vergrößerte Poren und da kann es eben auch helfen, gerade bei vergrößerten Poren. Aber am allerbesten ist Salicylsäure, einfach wenn du zu Akne neigst oder eben Pickel hast. Und da kannst du halt wirklich das Allermeiste, den allergrößten Effekt rausholen. Und das ist tatsächlich auch deswegen die Säure bei mir, die für mich am wenigsten macht. Dennoch zählt auch bei ihr so in Kombination mit Niacinamid, was wir ja inzwischen schon in sehr vielen Produkten drin haben, ist es für mich halt ein No-Brainer. Der Effekt, dass meine Haut dann nicht so abartig fettet, ist einfach mega gut. Ich liebe das einfach. Da ich von dem Produkt ein bisschen mehr habe, das Produkt kostet 30 Euro, also ein bisschen teurer, aber man hat halt auch gleich eine größere Menge, ne? Und man darf nicht vergessen, sowas, wenn es hochkommt, maximal dreimal pro Woche an, wenn du es verträgst. Du musst es wirklich, wenn du ein Anfänger in dem Bereich bist, musst du das einschleichen, weil sonst wird deine Haut reagieren. An der Stelle packe ich immer die Geschichte aus. Ich habe vor Jahren mal PR-Samples gekriegt von Paula's Choice und da war auch das BHA dabei. Und ich habe das halt dann jeden Tag verwendet und meine Haut sah aus. Das ist nicht gut, absolut nicht, weil das kommt dann echt einem Sonnenbrand auch gleich, das merkt sich deine Haut und du hast halt nichts davon, absolut nichts, deswegen sei vorsichtig, pflege sowas ganz langsam ein und wenn du es verträgst, so 2-3 Mal pro Woche, öfters brauchst du das auch nicht. Und ich verwende das tatsächlich meistens abends. Es kommt auch manchmal drauf an, manchmal nehme ich es auch morgens, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und schon merke, meine Haut ist mal wieder so mega fettig, dann wende ich es auch morgens an. Naja, aber meistens ist es dann doch irgendwie in der Abendroutine drin. Je nachdem. Ich probiere mich da mal ein bisschen aus, was meine Haut gerade gut findet. Bei Säuren zählt Sonnenschutz tragen. Ich meine, den Sonnenschutz sollst du so oder so tragen, aber wenn du Säuren trägst, musst du ihn tragen. Also da gibt es inzwischen auch schon richtig gute Produkte auf dem Markt, da wirklich danach schauen und nicht mit Säuren rumhantieren und keinen Sonnenschutz tragen. Das geht gar nicht. Ich verwende das Produkt tatsächlich auch auf der Kopfhaut. Ich habe das jetzt einige Male ausprobiert, wenn meine Kopfhaut meistens noch so ein bisschen schlimmer ist als meine Haut selber. Und auch da funktioniert es. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil durch das, dass das Produkt jetzt auch gar nicht fettig ist, kann man es auch echt gut auf der Kopfhaut auftragen. Das zählt eh im Allgemeinen. Ne? Alles, was ihr auf dem Gesicht auftragt, könnt ihr auch ohne weiteres auf der Kopfhaut auftragen. In meinem Fall ist es natürlich wichtig, weil ich habe auch auf der Kopfhaut eine sehr fettige Haut, dass es nicht notgedrungen ölig ist. Ne? Das ist schon wichtig. Und da nehme ich sowas halt wirklich, wirklich echt gerne her. Ich habe schon einiges an Säureprodukten vorgestellt. Da gibt es inzwischen wirklich einiges auf dem Markt und man kann sich echt auch Produkte anschauen in der Drogerie. Das finde ich mega gut. Dennoch ist das eins der besseren, muss ich wirklich sagen, wenn man bei seiner Pflegeroutine ein bisschen spart. Denn die Pflegeroutine, die Gesichtspflegeroutine muss nicht teuer sein. Ich sag's immer wieder. Aber so ein kleines Goodie, ne, so für 30 Euro, weil 30 Euro ist schon Geld natürlich. Wenn man sich da was Gutes tun möchte, da ist man eben auch bei Kolibri gut aufgehoben. Und Kolibri bietet auch immer so Sets an. Und es kommen hin und wieder mal neue Produkte raus.
Und ich interessiere mich für das Hyaluron inzwischen. Und ich denke, das werde ich mir schon auch im Laufe des Jahres mal holen. Aber zurück zu dem Produkt hier. Wir haben hier ein Glasfläschchen mit einem normalen Pumper. Und die sind halt einfach super gut zu handeln. Und im Allgemeinen merke ich das immer bei diesen Kolibri-Produkten. Du zahlst zwar jetzt beispielsweise 30 Euro in dem Fall, du hast aber immer überdurchschnittlich Produkt. Ne? Also da ist immer mehr drin, wenn ich an die allseits gehypte Nachtcreme denke. Da hast du ja auch mega viel und hast echt einige Zeit, wo du damit verbringen kannst. Deswegen sage ich, wenn du dir eine recht günstige Gesichtspflegeroutine aussuchst und dir vielleicht so ein kleines Goodie dazu tust, das du zweimal in der Woche anwendest, und das wäre jetzt das ein Beispiel, dann kommst du immer noch recht günstig aus und hast riesengroße Erfolge. Was ich an der Flasche nicht mag, das ist aber die erste Flasche, wo das passiert, die Schrift geht weg. Ich habe das bei den anderen Produkten nicht gehabt. Vielleicht habe ich hier wirklich ein Montagsprodukt erwischt. Es ist immer blöd, wenn die Schrift von solchen Sachen weggeht. Da bin ich gar kein Freund davon. Dennoch mag ich halt eben dieses schlichte Design, was Kolibri hat. Die Produkte von Leon sind ja blau, die erkennt man recht schnell. Und die normalen Kolibri-Produkte, die sind ja eben in diesem grünen Outfit. Und von dem Produkt hast du echt eine Weile und ich möchte an der Stelle gar nicht davon reden, irgendwie, ob ich es mir nochmal kaufen würde. Denn damit habe ich jetzt eine Weile und das wird auf jeden Fall auch regelmäßig am Kopf angewendet, weil ich halt einfach, da habe ich Schwierigkeiten. Da habe ich Schuppen, da habe ich unwahrscheinlich schnell fettige Haare und da funktioniert das für mich recht in Ordnung. Ne? Also es wirkt positiv auf meine Schuppen ein und das ist echt mega gut. Kennst du das Produkt schon? Hast du schon Erfahrung mit dem 2% BHA? Oder hast du allgemein schon Erfahrung mit BHA? Schau mal unten in die Kommentare und schreib da was dazu. Das würde mich echt interessieren. Vielleicht hast du auch mit dem Produkt eine ganz andere Erfahrung gemacht wie ich. Dann ist es echt wichtig, dass du diese Erfahrung auch unten in die Kommentare schreibst, weil so kann mein Zuschauer beispielsweise abwägen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht? Denn nicht jeder hat jetzt meinen Hauttyp von einer Mischhaut, die eher ins Fettige geht. Und da reagiert halt eben doch jeder auf so ein Produkt ein bisschen anders. Wie bist du damit zurechtgekommen? Schreib das dann auf jeden Fall unten in die Kommentare. Du findest unter dem i ein Video über Säuren. Ich packe dir unter das i auch einen Ordner über die Produkte, die ich von Kolibri schon vorgestellt habe. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.